Hey liebe Prisma-Fans, jetzt geht leider wirklich der Sommer so langsam zu Ende und der Herbst steht vor der Tür. Und der kann zum Teil sehr, sehr ungemütlich sein, sodass ich euch einfach meine drei Tipps und Tricks geben möchte, wie ihr gut durch diese Jahreszeit kommt. Der erste Tipp, lasst euch nicht vom Wetter abhalten. Raus an die frische Luft, raus in die Natur. Egal, ob ihr joggt, walkt oder einfach nur spazieren geht, es tut euch und euren Lungen und auch dem Immunsystem extrem gut. Denkt daran, die Harze, die Terpene der Bäume sind wirklich pures Gold für unsere Lungen. Tipp 2. Wechselduschen wird oft unterschätzt, aber hilft uns auch, und zwar in Sachen Thermoregulation. Wir können uns viel besser darauf einstellen, ob es draußen kalt oder wärmer ist. Ihr könnt das entweder wirklich in der Dusche praktizieren oder beim Saunagang. Dann dürft ihr aber das Kältebad nicht vergessen. Das Schöne beim Sanieren, man entspannt sich dabei, der Stresslevel senkt sich und dadurch wird das Immunsystem gestärkt. Und mein letzter Tipp, achtet auf eine ausgewogene Ernährung, auch wenn es jetzt auf die Weihnachtszeit zugeht, wo man gerne mal nascht. Achtet darauf, viele ungesättigte Fettsäuren, vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren, etwas weniger Omega-6-Fettsäuren und wenig Zucker, auch das tut dem Immunsystem ausgesprochen gut. Also, versucht es doch einfach mal, kommt gut durch die Zeit. Und wenn ihr jetzt hier das Gequake gehört habt, das war mein kleiner Sohn, den muss ich jetzt mal zu Bett bringen. Also, bleibt gesund, euer Gesser. Tschüss.